Das Deutschland-Ticket steht vor dem ultimativen Crash, denn mit den aktuellen Preisen, dem sogenannten 49-Euro-Ticket, geht es nicht weiter. Die Regierung kann es sich nicht leisten und die Kommunen ächzen unter dem enormen Mehraufwand. Gleichzeitig fordern jetzt aber einige Verbände, naja, dann verpflichten wir doch einfach die Arbeitgeber, dass sie allen flächendeckend das 49-Euro-Ticket zahlen müssen. Dann könnte man sogar den Preis auf 29 Euro reduzieren. Andere fordern noch durchaus radikalere Maßnahmen, wie zum Beispiel auch, dass alles, was jetzt zum Beispiel hier durch Blitzer im Grunde auf den Straßen eingenommen wird, für das 49-Euro-Ticket hergenommen werden soll. Schon wird auch die Finanzierung gelöst. Wir schauen uns all diese kuriosen Vorschläge an und vor allem auch, was die neuesten Studien dazu ergeben haben, die von den einzelnen Ländern in Auftrag gegeben worden sind, das jetzt hier. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater. Und ja, wir schauen uns auch immer wieder an, wo dein Geld am Ende auch hinwandert. Und das ist meistens primär viel, viel Geld. Verschwendung, so zum Beispiel auch jetzt hier das Deutschland-Ticket. Ein ultra, sag ich mal, vermeintlich ökologisches als auch natürlich linksgrünes Traumprojekt. Man muss sagen, eigentlich war ja der Gedanke ganz gut. Doch dann kam schon relativ schnell dann das auf, und zwar, dass viele das 49-Euro-Ticket dazu missbraucht haben, um einfach schnell mal 30.000, 40.000 Fahrten oder Kilometer, sag ich mal, spontanerweise hinzubekommen. Ich weiß, das war jetzt ein typischer Baerbock'scher Versprecher, so viel Kilometer einmal um die Welt würde gar nicht gehen. Aber spannende Situation war es damals auch, als Christian Lindner in einer Debatte hier, in einer Diskussion mit einem Bürger, dann gesagt, hey, vielen Dank dafür, jetzt kann ich diese und diese Fahrten machen, das hätte ich sonst nicht gemacht. Allein aus ökologischer Sicht heraus, einfach komplett fehlplatziert. Jetzt ist es aber so, aktuell sollen laut aktuellen Daten hier 13 Millionen Deutschland-Ticket-Nutzer vorhanden sein. Und jetzt wurde mal geprüft, naja, wie preissensibel wäre die Situation denn? Denn hier heißt es nämlich, bei einer entsprechenden Erhöhung, Preiserhöhung laut Frankfurter Rundschau, von entsprechend hier 5 Euro, würden ca. 10% gehen, der Auswertung zufolge hier ca. 6,7 bis 7,1% der Kunden verloren. Das heißt, bei im Grunde einer Erhöhung von 10,2%, also 5 Euro, gehen 6,7 bis 7,1% der Nutzer verloren. Bei einer Preiserhöhung um 10 Euro, also 20,7%, wäre hier das unklare Bild schon mal gegeben, weil die Spanne sehr groß ist, zwischen 10,3 und 21,1 der Deutschland-Ticket-Kunden wären verloren. Bei einer Erhöhung um 2,50 Euro würden hingegen nur 2,4 bis 3,9% ihr Abo kündigen. Das also jetzt hier vor allem die Hiobsbotschaft, was ich auch schon gesagt habe in einem früheren Beitrag, dass viele Kommunen einfach nicht wussten, ja, wie sieht es denn eigentlich mit der Finanzierung überhaupt in 2024 aus? Denn bereits da hatten viele die Panik und gesagt, ja, aber laut aktuellen Töpfen, die zur Verfügung stehen, wäre jetzt Ende September für das Deutschland-Ticket Schicht um Schacht, weil die Umlage, die die Kommunen bekommen, die ja überwiegend hier, sage ich mal, auch dann die kommunalen Betriebe mit Blick auf zum Beispiel uns jetzt hier der RVV und sonstiges betrieben werden in Regensburg, diese würden ja dann im Grunde auf den Kosten sitzen bleiben. Jetzt ist es so, dass hier auch der VDV, der Bund und Länder haben das Deutschland-Ticket bestellt. Sie zahlen für die Jahre 2023 bis 2025 gemeinsam jährlich 3 Milliarden. Die Finanzierung dieses Betrags ist ab 2026 noch immer offen und findet sich auch nicht in der Finanzplanung, heißt hier von dem VDV. Und deswegen will man natürlich hier eine langfristige Sicherheit haben und sagen, hey, wir finanzieren das durch. Aber hier ist es schon, dass viele Verbände sagen, wir werden wahrscheinlich ab 2025 hier auf 59 Euro raufgehen. Übrigens hier der entsprechende Verband sagt, 54 Euro wären akzeptabel. Und jetzt kommen wir aber zu einigen Themen, die durchaus kurios werden. Was nämlich hier vorgeschlagen worden ist. Zum Beispiel hier Peter Knirim, Referent für Verkehrspolitik beim Bündnis Allianz Pro Schiene, würde sogar jetzt hierher gehen. Und zwar heißt es hier, wir sollten darüber diskutieren, das noch auszuweiten und möglicherweise bindlich zu machen. Wenn alle Arbeitgeber das Jobticket anbieten müssten, dann würde man die Masse wirklich erreichen. Jetzt muss man hier ganz klar sagen, lieber, wie heißt der Bernhard Knirim? Erstens mal, ist es mittlerweile jedem Arbeitgeber freigestellt, welche Benefits er obendrauf zahlt. Und das große Problem ist, dass zum Beispiel, kann ich jetzt bloß von meinen Unternehmen sprechen, bei uns
jeder einen Tankgutschein bekommt. Also den 50 Euro steuerfreien Tankgutschein bedeutet, du kannst da zumindest auch an der Tankstelle tanken und das machen, was du willst. Also du bist da nicht damit gebunden an jetzt die Deutsche Bahn oder an das Deutschlandticket oder sonstige regionale Betriebe, sondern du kannst dein eigenes Auto mit Benzin befüllen. Das jetzt durchaus hier mal so eine kleine steuerliche Situation, denn das gibt es bereits. Nur viele wollen das Deutschlandticket nicht nutzen, weil es eine massive Einschränkung ist der Freiheit des entsprechenden Arbeitnehmers. Und wenn man jetzt hierher geht und sagt, okay, man macht hier verpflichtend, ganz einfach jetzt, und da kommen wir jetzt nämlich zum spannenden Punkt, dann gehen wir eigentlich so weit und müssen eigentlich sagen, na, dann kann man auch im umgekehrten Fall schlicht und ergreifend die kompletten Verkehrsverbünde innerhalb von Deutschland auch kostenlos machen. Das klingt jetzt völlig irre, kommt aber aufs Gleiche raus. Denn am Ende ist es so, dass die Unternehmen das sowieso mit ihren Steuergeldern quersubventionieren, denn ich weiß es nicht, also so ein Verband, der jetzt, sag ich mal, Zuschüsse kriegt, wahrscheinlich auch hier wieder vom Steuerzahler und von diversen Spenden und sonstiges, wird tendenziell normalerweise eher weniger Steuern zahlen als ein großes Unternehmen. Ich würde mal spontan mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, dass wahrscheinlich ich persönlich mehr Steuern zahle als so mancher Verband, der hier meistens nur Verluste macht, weil man sich natürlich nur in Zukunft natürlich auch die Gelder sichern kann. Spannend wird es jetzt weiter, und zwar jetzt wird es richtig bunt. Der Sozialverband will den Preis für Deutschlandticket auf 29 Euro senken. Das zumindest hier auch mal ein so ein Verbandsthema, wo man sagt, alles dann vom Steuerzahler quersubventioniert. Also es wird jetzt nichts dadurch günstiger. Es wird vermeintlich günstiger, aber der Effekt wäre wahrscheinlich dann nicht so möglich. Denn ich bin auch ganz ehrlich, für mich würde das Einzige, wann ich ein Deutschlandticket im Grunde bestellen würde, dann würden wir wahrscheinlich über 0 Euro sprechen. Einfach deswegen, weil es für mich zum Beispiel, ich habe es dir schon mal erklärt, hier regional, auch wenn der Bus direkt hier bei mir vor der Tür im Grunde hält, ich wäre alleine, um zum Beispiel zu den üblichen Terminen, die ich vielleicht in der Altstadt hier in Regensburg habe, würde ich teilweise im Großen und Ganzen 2 bis 3 Stunden unterwegs sein. Mit dem Auto fahre ich 5 bis 10 Minuten rein, 5 bis 10 Minuten raus. Und das aber keine reine Fahrzeit. Genauso, ich fahre mittlerweile öfter mit dem Fahrrad, weil es effizienter ist, als mit dem E-Scooter. Und man ganz gesagt, da ist man schneller unterwegs als mit dem Bus, weil der hier nämlich nur stündlich fährt. Und ich wohne, wie gesagt, 1 Kilometer Luftlinie, diese Richtung ungefähr, ein bisschen mehr vielleicht sogar, ist Regensburg. Also eine Stadt mit 140.000 Einwohnern. Nur mal so. Relativ spannend, aber auch in Bayern hier, das Thema Kalkulation, und zwar der Fahrschein bzw. die DB-Nutzung müsste sich hier auf 64 Euro festgelegt werden, damit man kostendeckend arbeiten könnte. Jetzt ist es aber so, was wäre natürlich ohne die Grünen? Denn die sagen ganz klar, Katrin Dröge, die Fraktionschefin, sagt, das wäre ein voller Erfolg und größte Beliebtheit. Das ist schon klar, weil viele was geschenkt bekommen. Doch am Ende muss man auch ganz klar sagen, das wird alles durch den Steuerzahler finanziert. Also, wer sich jetzt wundert, dass, sag ich mal, vielleicht hier in manchen Regionen gerade Brücken einstürzen, könnte vielleicht dann liegen, weil Ineffizienz in den Steuerhaushalten, also Steuergelder, Fehlallokation, ich weiß es nicht. Aber spannend ist auch hier von der Radkolumne, ist ein Instagram, TikTok, jetzt bin ich durch alle Social Medias durch, ein Twitter-Account. Und zwar, so, hier, so kann der Preis für das Deutschlandticket von 49 auf 39 Euro gesenkt werden. Vor jede Schule einen Blitzer und 39 Euro Aufschlag auf jedes Bußgeld. Jetzt sollen also im Grunde die Autofahrer das auch noch finanzieren. Übrigens auch wieder das, wo man ganz klar sagen muss, dann wird es aber auch theoretisch vielleicht diejenigen treffen, die sich nicht so leisten können. Denn durchaus auch hier das große Problem am Ende. Diejenigen, die sich nicht leisten können, die dann auch noch 39 Euro Zuschlag haben. Oder macht man dann wieder eine Einkommensausnahme für jetzt, was genau? Weil, was war das Sozialverband schreibt ja, es soll sozial verträglich sein. Was ist aber jetzt hier die Frage, wenn jemand, Geringverdiener, mit dem Auto vor der Schule geblitzt wird, derzeit einen 39 Euro Aufschlag, dann ist er für den auch wieder massiv teurer. Finde ich natürlich spannender Vorschlag auf der einen Seite, auf der anderen Seite durchaus fragwürdig diese Umsetzung, weil es, wie gesagt, am Ende hier durchaus andere Töpfe gibt, die man wichtiger füllen sollte und wo man ganz klar sagen muss, das ist auch hier eine Thematik mit Blick auf vernichtende Preiserhöhungen, schreibt hier ein anderer. Und zwar, das Deutschlandticket steht so völlig überraschend vor dem Aus. In ihrem Weg in die Bedeutungslosigkeit werden die fossilen Mächte große Teile der Zivilisation mit in den Abgrund stürzen. Dies ist der erste Schritt. Also schon etwas dramatisch, wie hier manche posten. Ich muss ganz ehrlich sagen, es nehmen auch die E-Busse eigentlich immer mehr zu. Zumindest in Regensburg werden gerade immer mehr E-Busse gebaut. Also diese fossilen Großmächte, sehr, sehr viel Verschwörungstheorie. Und
Dann ganz einfach auch hier, schafft es doch gleichzeitig ab. Deutschlandfunk, wie gesagt, Bayern will es auf 64 Euro haben, damit man kostendeckend arbeitet. Und wie gesagt, wir sprechen hier immer noch darüber, dass am Ende hier der Steuerzahler nicht massiv mehr belastet wird. Aber wer bin ich schon? Ökonomie und wie gesagt natürlich auch steuerpolitische Realität und Rationalität können wir auch, sage ich mal, komplett über den Haufen werfen. Vielleicht könnten wir auch ein entsprechendes, was weiß ich, ein Trans-Deutschland-Ticket einführen. Es kostet zwar 49 Euro, fühlt sich aber kostenlos an. Das wäre auch wieder was, wie man steuerpolitisch vielleicht etwas erreichen könnte. Denn man kann ja eh sowieso machen, was man will. Was ist deine Gedanken dazu? Deutschland-Ticket abschaffen, Deutschland-Ticket weiterführen, teurer, günstiger? Ab damit in die Kommentare.